Wo seid ihr? 862 und minus 135. Wenn man von hinten drauf zuläuft, ist da ein großer Berg und da ist ein Wasserfall vorne dran. 862. Oh Gott, wie bin ich denn? Das so musst du nicht uns fragen. Ich weiß jetzt schon, was der Satz dieser Aufnahme werden wird. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wer bin ich und kann man das essen? Ja, wer bin ich denn, wenn ja, wie viele? Ja, das sowieso, aber die Frage hat sich in meinem Leben noch nie geklärt. Zu viele zum Zählen. Nicht die Fackel, die habe ich gerade. Ich habe die Fackel gerade gesehen. Und du hast nicht mal den zweiten Creeper mit der. Was macht ihr da? Problembeseitigung. Im Moment hört sich das so an, als würden die Creeper. Oh, hier ist. Creepen. Das war gezielte Sprengung. Natürlich. Wo seid ihr denn eigentlich jetzt? Unter mir? Gezielte mir? Sprengung. Die sagt man noch eher an. Da ist doch irgendwo Sand an der Seite. Da war eine kleine Höhlendings. Ah ja, okay. Ich bin jetzt den Hügel so ein bisschen hochgelaufen, weil ich dachte, hier wäre eine Höhle, aber. Nee, wir waren rechts neben dem Wasserfall. Da ist schon ein Eingang. Dieser Wasserfall, ne? Ja, wo ist denn der? den bin ich gerade hochgeschwommen. Ja, ich bin hier oben auch irgendwie zugange. Ich habe noch einen Creeper gefunden. Glückwunsch. Gezielte Sprengung. Ich bin jetzt so weit oben, dass ich das Bumsen nicht mal mehr höre. Es ist immer gut, wenn man das Bumsen nicht hört. Ihr seid so erwachsen. Was? Hör auf, mich zu beleidigen. So. Ich bin jetzt gerade die Königin der Welt, aber eine Höhle habe ich nicht gefunden. Ich habe Creeper gefunden. Und ein Skeleton Spider auf der Spider. Aber da hinten ist, glaube ich, eine Höhle. Yay! Glückwunsch. Ich habe einen Erfolg erzielt. Wenigstens etwas. Alles gut, alles gut. Ja, aber kurze Frage, ne? Seit wann, also es ist mir in vielen Spielen schon aufgefallen, seit wann ist die Herrenrasse Computer Gaming eigentlich dazu genötigt worden, dass wir ständig irgendwelche Herausforderungen und Achievements anbauen müssen? Weil ich habe eine Höhle gefunden. Achievements, dafür tun die alles, kann ich dazu nur sagen. Ja, aber nicht wir. Doch. Die Consoleros machen das. Oh, Achievements sind schon, also es macht schon Spaß. Gezielte Sprengung. Die Höhle ist unfassbar groß. Ist die Höhle links du oder rechts? Du sprengst dich davon? Hier durch die Gegend und ich. Ich habe Licht gefunden. Du kannst abbauen, was ich über. Also, ich lass gerade. Eine Fledermaus. Alles. Was du nicht wegsprengst. Dann möchte ich eine. Ja, ich möchte eine Fledermaus haben. Oh, ich habe einen Zombie-Spawner gefunden. Das ist schön. Dann können wir einen Ding spawnen. Kann man Fledermäuse einfangen? Nein. Leider nein. Die fliegen weg. Mann. Scheiß Fledermäuse. Kartoffelsalat. Sexist. Geschlechtsneutrales Individuum. Ich möchte das, also das wird jetzt auch sofort immer gesagt. Hier geht's wieder raus. Gibt es eine sinnvolle Art und Weise, wie ihr die Fackeln setzt? Nö. Also ich nicht. Da, wo sie schön aussehen. Also so im Sinne von, wenn man die Fackeln links an die Wand setzt, weiß man, wenn man in die Höhle reinläuft, alles klar, sie sind links von mir. Ich das wäre in die zu Höhle einfach. Rein, rechts. Das wäre vor allen Dingen zurück. Zu einfach, wenn du das von Gabel verlangst. Ja, das wäre das zu schwierig. Das geht nicht. Ja, ihr habt da Kohle übersehen. Stimmt, ich konzentriere mich aufs Eisen. Dinge gibt, die ich nicht kann, dann ist mich daran zu halten, wenn ich in der langen Höhle bin. Okay. Ich habe also irgendwann finde ich schon raus. Zombie-Spawner waren hier aber nicht drin. Nix von mega Interesse. Hallo! Hallo! Die Gabel ist da hoch. Da hoch. Weiter. Ja, hier hinten ist Ende. Dann müssen wir vielleicht hier lang. Ich höre die Kaninchen. Hier ist, glaube ich, noch ein Eingang zur Höhle. Ja, hier geht's raus zwischendurch. Das Licht! Aua! Hier unten geht's noch gut weiter. Aber ich höre auch noch eine jede Menge Mobs. Nö, sie hat Möpse. Nein, ich habe Mobs gesagt. Hast du was gegen Möpse? Auf welchen Kanal geht das nochmal? Nubi und Gabel. Ich glaube, ich lade das nicht hoch. Ich kann sagen, das überlege ich mir nochmal. Das ist nicht hardcore genug für meinen Kanal. Challenge accepted, überhaupt kein Problem. Ja, bitte, möchtest du irgendwas, also... Nein, ich müsste mich einfach mal räuspern. Sie wollte kurz Autorität ausstrahlen.
Nee, musst du mich wirklich einfach nur mal räuspern. Ich habe Hals. Echt? Das ist gut. Hallo Gabel. Ohne Hals sieht das immer ein bisschen komisch aus. Übrigens wird es dunkel und ich bin gerade relativ an der Oberfläche und würde gerne schlafen. Dann tun wir das doch. Gute Nacht. Ich habe Eisen gefunden. Ich bin an der Oberfläche. Wuhu. Tun wir schnarchen? Ich schlafe. Ich auch. Wie liegst du längst im Bett? Joho. Ich kann jetzt nicht schlafen. Komm zu Mama ins Bett. Aber wieso spawnen in der Nacht keine Monster mehr, wenn man schläft draußen? Weil die Nacht übersprungen wird. Genau. Ja, aber früher war das doch mal so, dass wenn man dich hingelegt hat. Nee, es kommt drauf an, wann du dich hinlegst. Wie früh oder spät du dich hinlegst. Wobei das in der Theorie, wenn wir alle unter der Erde sind, sogar intelligenter ist, sich nachts nicht hin schlafen zu legen. Weil dann weniger Mobs in Höhlen spawnen. Ja. Aber im Moment sind wir ja nicht alle unter der Erde. Guck mal, Gabel, hier geht's noch weiter. Ich komme. Ist ein dunkles, schwarzes Loch. Da wollte ich schon. Also, immer mal einen Kompass? Rein. Ich hab einen Kompass. Ich nicht. Du rennst alleine gerade irgendwo in der Gegend rum. Nee, nicht in der Gegend. Aber alleine. Alleine in der Hülle, die gerade bauen. Was sie hier bauen. Also, reicht eigentlich, wenn ihr eine findet. Ja, die haben ja eine gefunden, aber ich holze hier gerade die Kohle ab. Ach so. Er kohlt gerade die Holze ab. Richtig. Solange wie du die anderen wiederfindest, ist das ja alles kein Problem. Nö. Nö. Wenn nicht, lassen wir ihn. Wir lassen ihn einfach davon aus, dass sie hier wieder rauskommen. Was zur Hölle ist das? Flugzeug! Was hast du eigentlich nicht bei dir? Nee, das ist nicht bei mir. Das läuft bei mir gerade. Dabei bin ich doch die hier am Flugplatz wohnt. Na, ich nicht. Also wenn hier ein Flugzeug so laut vorbeifliegt, dann mache ich mir Sorgen. Vielleicht sollte ich... Mir juckt die Nase. So, ich habe jetzt Milliarden Kohle gefunden und noch nicht ein Stück Eisen. Wir haben Eisen gefunden. Schon vieles. Buddel mich hier gleich mal ein Stückchen nach unten rein. Mal gucken, ob es weitergeht. Mal ging es eben, an der einen Seite ging es wieder raus, aber... Da war eben auch noch was weiteres, wo es noch runterging. Ja? Also wir hatten jetzt quasi zwei Möglichkeiten, wir sind eine weitergegangen. Okay, ich hatte nur eine gesehen, wo es wieder rausging, aber habe ich wieder... Gras ich überlege gerade, ob ich hier nochmal in der Zombie-Höhle nochmal ein bisschen rumbuddel. Do it. Bring vor allem das Mossy Cobblestone mit. Den habe ich jetzt noch nicht abgebaut, weil ich erstmal noch Platz lassen wollte im Inventar. Aber Mossy Cobblestone, fucking kann ja, man der nicht ist essen. Ja nicht weg. Nur fürs Protokoll. Warum sollte man das probieren? Moment. Ich muss gerade Eisen holen. Du eisengeiles Stück. So, wir hier wieder zurück. Ich höre Zombies. Ja, ich auch. Sonst würde ich mich in die Richtung der Zombies jetzt graben. Jetzt hier einmal rüber. Da. Ich habe einfach den kurzen Weg genommen. Ich komme nicht raus. Ich bin zu fett. Ich glaube, hier ist nichts. Oh. Ich buddel mich mal hier rüber, ne? Stehst da mitten am Abgrund, wirst auf einmal abgeschossen. Ist auch schön. Gibt immer ein sehr beruhigendes Gefühl. Aber dabei müsst du eigentlich bahnfrei rufen. Oder pfeilfrei. Ich bräuchte eventuell ein gleich eine neue Spitzhacke. Hui! Ach, schade. Ich hau dir rein. Hau ab. Hui. Und tschüss. Sind die Pfeile runtergefallen? Egal, da gehen wir bestimmt auch gleich noch runter, oder? Ja. Ja, Pong, wenn du jetzt in der Nähe von irgendwem wärst, dann würde dir bestimmt einer Eisen geben können. Ja, ich habe ja Eisen. Aua. Bin irgendwie nicht auf euch angewiesen. Da geht's tief runter. Achso, Holz? Reaper! Ja, natürlich. Kontrollierte Sprengung! Ich hab doch gerade den Erfolg freigeschaltet. Dreimal auf Holz geklopft. Hier geht's so, raus. So, Gabel, ich habe jetzt auch den Mossy Cobblestone eingesammelt für dich. Ja. Was soll ist Mossy Cobblestone? Ja, der grüne Cobblestone, der moosige Cobblestone. Hier geht's auch ganz schön tief runter. Höhlenforschung mal anders. Gabel, weißt du, was jetzt cool wäre? Wenn man hier so ein bisschen TNT runterfallen lassen könnte. Da unten sind Mobs. Du bist nicht da, wo ich bin, ne? Ich bin immer noch da, wo wir vorhin waren, wo du das Skelett zerlegt hast. Okay, ich bin schon ein Stück weiter, weil hier ging es nämlich auch nochmal so ein Stück runter. Jetzt gehe ich mir was anderes suchen hier zum Spielen. Nee, da war ich schon. Mit euch spiele ich nicht mehr. Hatten wir das nicht schon ein paar Mal? Ja.
Diverse Male sogar. Und du spielst trotzdem jedes Mal wieder mit uns. Ja, ich verstehe das auch nicht. Das ist ganz schön große Hürde. Du liebst uns halt. Bin ich mir manchmal nicht so sicher. Also ich liebe mich. Hallo, geh weg. Irgendwer muss es ja tun, der Gabel. Ja, eben. Wenn wir vom Schlafen gehen, auch nochmal alle an uns selber den denken, ist an jeden gedacht. Hier ist sowas ähnliches wie eine Schlucht, aber ich glaube, die ist nicht groß. Redest du quasi da? Nein, ich spreche den Gedanken nicht aus. Sprich ihn aus. Naja, das hört sich so an, als würdest du quasi all deinen Viewern raten, kurz vorm Schlafen gehen, nochmal so richtig kräftig an sich selbst zu denken. Ja. Warum nicht? Das ist schon hart selbstverliebt, ne? Naja, wie gesagt, irgendwer muss es ja tun. Das ist die Gabel. Ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt irgendwie nicht unbedingt verwunderlich. Jeder hat so seine Talente. Du bist halt extrem narzisstisch, das ist auch gut. So, hier geht's nicht weiter runter. Mann, wo seid ihr? In einer weg. Galaxie also weit, weit ganz entfernt. Weit weg von euch, glaube ich. Oh, hier geht's weiter runter. Da hinten vorne ist eine Hexe. Wir sind in einem tiefen Loch. Ich kann dir da sowieso grundsätzlicherweise keine genauen Ausgaben. Ey, hör auf mich zu schmeißen. Ausgaben sowieso nicht, nee. Habt ihr dann, also hier, Joho, du hast doch Koordinaten für mich. Koordinaten? Gleich, Moment. Was? Paar Zombies. Wie viel Minuswert habt ihr denn? Unser Y-Wert ist 14. 14? Ei. Der Y-Wert. Lass mich hoch, ja, ja. Lass mich. Dann seid ihr ganz schön tief unter 27. Mir. Ich buddel mich einfach mal gerade runter. 14, dann sind hier doch irgendwo bestimmt Diamanten. Hier ist auf jeden Fall Lava. Ja, das ist gut, wirklich. Okay, jetzt habe ich ein tatsächlich dummes Problem. Welches denn? Kontrollierte Sprengung. Ich habe ein Loch gebuddelt. Nee, ich habe ein Loch gebuddelt, also senkrecht runter. Never dig straight down. Ja, never. Und dabei ist eventuell meine Spitzhacke kaputt gegangen. Lol. Ja. Das ist eigentlich nicht das, was man damit meint, aber okay. Es gibt nur zwei grundlegende Regeln für Minecraft. Niemals gerade runtergraben und oben ist immer wichtiger als unten. Hier ist übrigens ein Diamant. Diamanten. Du bist vorbeigelaufen. Warte mal. Habt ihr eine Eisenspitzhacke? Natürlich. Ja, aber ich habe keine mit Fortune, leider. Ja, dann die ist mir ja so irgendwann mal verbrannt. Ich weiß ja gar nicht, wieso. Würde uns nie passieren, sowas. Nein, niemals. Mir würde sowas sowieso niemals passieren. Okay, also ich habe eventuell Eisenerz, aber kein Eisen. Ja, das musst du erst in einen Ofen bauen. Packen. Ja, das weiß ich. Das heißt, ich brauche Cobblestone und vorher brauche ich erstmal dieses komische Crafting-Table gesockt. Ja. Du hast es richtig erkannt. Ja. Also, wie gesagt, ich habe es vor 4 Jahren mal gespielt und auch nicht wenig, aber trotzdem ist es halt nervig, dass ich jetzt aus der Hütte rauslaufen muss, um... Wieso, du hast doch Holz. Ich denke, du hast Holz. Ja. Aber nicht genug. Stöckchen. Ne? Du hast, natürlich, du hast natürlich alles gleich in Stöcke verarbeitet. Ey, ich habe nur 3 so Dinge eingesammelt. Anfängerfehler. Ja. Mir wurde vorhin verboten, in Bäumen rumzustochern. Gabel, wo bist du überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Ich bin in so einen Seitenarm reingerannt. Ich komme auch gleich wieder zurück, glaube ich. Ah ja. Glaube ich. Also wie gesagt, glaube ich. Ey, hör auf, mein Gold einzusammeln, du blöder Zombie. Das ist mein Gold. Ich hab rechtmäßig abgebaut. Ja. Waren nur 2 Diamanten. 2 sind besser als keiner. Wuhu! Vielleicht komme ich doch nicht gleich zurück. Effektivste Höhlenerkundung aller Zeiten, oder? Wieso? Weil die Höhle wahnsinnig lang ist. So 3 Blöcke? Ja. Ich sehe einen Pommesgabelnamen. Ja. Aber ich bin ein bisschen Wasserbahn gefahren dabei. Das ist doch häufig Spaß gemacht. Also. Ja, es war jetzt nicht so der aufregende Ride, aber. Es war einer. Ja. So, das habe ich. Oh, Lava. Mr. Lava Lava. Boah. Wenn kein nicht da ist, muss ich ihn wieder anders bringen. Da ist ein Creeper. Und ein Skelett. Jawohl, komm. Mach Bumm. Ah, Gabel, wir sind, glaube ich, an dem gleichen Lavasee. Ja, ich glaube auch nur von anderen Seite. Oh! Kontrollierte Sprengung! Lässt es wieder zischen. Blödes Skelett, ey. Ich höre dich. Schießt er den Creeper direkt auf mich zu? Ich werde nur die Creeper beseitigen.
Es ist nicht der gleiche Lavasee. Kontrollierte Sprengung! Da komm mal bumm. Mal bumm. Aua. Kabel mach mal bumm. Bumm. So, das ist auch nur Lapis, ne? Ja. Hier, komm mal zu mir, dann bist du wieder in der Schlucht, wenn ich durchbuddel. Ja, mach ich mal. Ich muss aber hier oben noch gleich kurz erst zu Ende ausleuchten oder irgendwie sowas. So, und jetzt nehme ich diesen Ofen, der noch brennt, und stecke ihn in meine Tasche. Ja. Das geht nicht. Wenn ich oben weiterlaufe, habe ich, glaube ich, bin ich auch wieder da. Doch, wo. Er ist. Aber er arbeitet. Wird auf dich geschossen, weiter. Oder? Ja, nein, ich habe schon das, was er bearbeiten sollte, da raus. Ach so. Er ist komplett verschwunden. Hallo. 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 Was ist jetzt los? I found a friend. Also ich glaube, wenn ich so, da unten wieder zurückgehen würde, habe ich bestimmt Dinge übersehen, die ich noch nicht abgebaut habe. Ich habe gerade festgestellt, wenn man Möhren in die Erde stecken will, hier funktioniert das nicht. Nicht? Nee, die leuchten auch nicht so doll. So versucht sie anzuzünden mit einem Feuerzeug. Ja. Ich wunderte mich gerade, warum ich die Fackel nicht setzen kann. Ich hatte aber die Möhren in der Hand. Man muss auch einfach mal machen. Einfach mal, bist du über der Erde? Ich bin über der Erde, ja. Ich auch. Viel Spaß beim Sterben. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir haben gerade leicht Probleme beim Schlafen gehen. Ja, denn ich bin ja so halb in der Höhle, das geht schon. Also ich kann gerade nicht ganz zuhören, ob die Geräusche, die ich da höre, demnächst in meine Richtung kommen oder nicht. Ich habe ja ein Diamantschwert. Ich muss erstmal ein paar Sachen entsorgen hier. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich stehe an der Seite. Okay. Eisenspitzhacke. Ich hab das Wasser mal abgestellt. Ja. Hab ich hier auch schon ganz häufig. Und mal ein paar Sachen in das Wasser entsorgt, die ich nicht brauche. Habt ihr gerade Zeit für mich und ein paar Koordinaten? 814 minus 115. 814? Ah! 800, dann 14, dann minus 116. Ja, noch schlimmer.